Herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Fans, hier auf der Intermod in Köln. Ich stehe am Stand von Horex. Hinter mir der coole schwarze Truck. Imposant wie immer. Neben mir ein imposantes Motorrad, VR6. Links von mir Carsten Jerschke, Geschäftsführer von Horex. Ihr besinnt euch offensichtlich eurer Wurzeln. Es geht in Richtung Heritage. Ja, was wir hier sehen, ist ein Anklang an den alten, traditionellen Horex-Look. Also das, was wir von der Regina kennen oder Horex Imperator. Deswegen heißen unsere neuen Modelle Heritage Line, haben den Zusatz Heritage Line. Und wir sehen hier eben die alte Formensprache, die alte Farbsprache der Marke Horex. Von technischer Ebene her, bleibt alles beim Alten oder wurde viel gemacht? Also wir haben jetzt hier, der Motor in den aktuellen Modellen ist deutlich weiterentwickelt auf Basis der alten V6-Modelle, die ja auch schon eine sehr anspruchsvolle Technik haben. Wir sind auch, wenn wir den Bogen zu Regina schlagen, eigentlich in der Tradition, weil Horex auch früher die Marke war, die technologisch die interessantesten Konzepte im Angebot hatte, auch ein sehr edles Konzept damals schon. Und das haben wir hier wieder betont und ins Leben gerufen. Und wie viele Modelle wird es geben in dieser Linie? Also die V6-Linie besteht aus zwei Hauptmodellreihen, einem Café Racer, der auch so heißt, und der Classic Line, die zwei Personen aufnehmen kann. Und du kannst ja das individuell zusammenstellen, also die Farben, man sieht das auch hinter mir, die Lederqualitäten, die Heritage-Streifen kann man auch im Serienmodell sich wählen. Also man hat die Möglichkeit, das Modell farblich, optisch, aber auch ergonomisch anzupassen, verschiedene Riser, Lenkertypen und als Krönung der normalen Serie hier die beiden HL-Modelle, also Heritage-Line, die diesen extrem aufwendige Lackierung mit sich führen. Das heißt, ihr seid so eine richtig schöne, kleine, unter Anführungszeichen, Manufaktur, die sehr auf spezielle Wünsche eingehen kann. Das ist euer großer Vorteil. Lassen wir, also VR6, schon alleine das Motorenkonzept, unglaublich. Lassen wir uns die Daten ein bisschen auf der Zunge zergehen. Wie viel PS hat das Ding? Also das Ding hat jetzt hier 163 PS und einen enormen Punch von unten heraus. Es hat ein großvolumiger Motor, ein Sechszylinder. Und wie ihr hier sehen könnt auf der Intermod, wir haben ein Fahrvideo mitgebracht. Wir haben mit Martin Bauer, deinem Landsmann. Sollten alle Österreicher kennen, mittlerweile auch alle Deutschen. Ja, und einem der besten Motorradfahrer überhaupt. Hier das Motorrad jetzt vor einigen Tagen gefahren und es fährt sich sensationell. Und wir freuen uns, dass wir jetzt die Modelle, die ab jetzt in Landsberg entstehen, in einer kleinen Manufakturlinie, wie besprochen, auf die Straße bringen können. Und die ersten Kunden sind ganz kribbelig, jetzt geht's los. Fahrbericht kommt auch die nächsten Tage, da warten auch viele schon lange drauf, zurecht. Aber es wird riesen Spaß machen. Also ich bin wirklich sehr, sehr guten Mutes, dass wir hier was ganz Besonderes auf die Straße bringen. Da habt ihr halt einen, meiner Meinung nach und vieler Leute Meinung nach, einen guten Techniker mit im Team, mit Martin Bauer. Willst du vielleicht auch etwas über die Preise sagen oder wollen wir das nicht erwähnen? Doch, das können wir gerne tun, weil jeder Kenner wird sehen, dass nicht nur Kohlefaser viel an dem Motorrad zu finden ist, was natürlich leider teuer ist, aufwendig, aber auch unheimlich viel Spezialteile, Manufakturteile. In der Federung sind wir jetzt in der Klasse der IDM angekommen. Wir sind mit TTX 36 GP und Öhlins vorne hinten damit auch in der absoluten Topklasse. Du siehst eine M50 von Brembo, also eine Ducati Panigale Bremse. Man ist wirklich hier an allen Bereichen, sind wir an die Spitze des Möglichen gegangen. Und insofern zusammen mit vielen, vielen CNC-Stunden in spezial gefertigten Teilen haben wir noch ein sehr kostengünstiges Angebot produziert. Es wird sicher in der Zukunft auch noch das eine oder andere Modell geben, was eher noch in der Erreichbarkeit der breiten Masse liegt. Aber momentan geht es darum, das ultimativ Beste und Mögliche darzustellen, um ja auch mal zu zeigen, was geht, wenn so ein toller Motor mit so tollen Komponenten zusammenkommt. Das heißt, wenn man eben was ganz Spezielles haben will, und mit einer Horex ist man halt fix, niemand, der ein Motorrad besitzt, das an jeder Ecke steht, ja, muss man halt ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Carsten, vielen Dank für die netten Ausführungen, das war großartig. Viel Spaß noch auf der Intermod. Auf der EICMA werdet ihr auch stehen? Auf der EICMA sind wir dieses Jahr nicht, da waren wir letztes Jahr, aber wir laden euch von unserer Seite in den nächsten Tagen dann zu einem Fahrtest ein und da sehen wir uns hoffentlich wieder. Danke. Großartig, mir taugt's, danke, viel Spaß. Super, danke, ciao, tschüss.